der Lehrer Hube, der war für den Krieg. Wenn er sprach vom alten Fritzen, sah man seine Augen blitzen, aber nie bei Wilhelm Pieck. Da kam die Waschfrau Schmitten, die war gegen Dreck, gegen Dreck. Sie nahm den Lehrer Huber und steckt ihn in den Zuber und wusch ihn einfach weg. Und wusch ihn einfach weg.